Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Beuteschema 2 Bundle von Halunkenbande. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Beuteschema 2 von Halunkenbande, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. 2 Jahre zuvor erschien der erste Teil Beuteschema 2013 und 2015 dann der zweite Teil Beuteschema 2. Dieser hier auch als Bundle erhältlich. Wir haben hier einen ganz regulären Druckverschlussbeutel, durchsichtig. Und wir haben hier einen Sticker, Größe S steht hier drauf. Wieso das? Es gibt dieses Bundle hier mit Album und T-Shirt. Und dieses Shirt war natürlich Größen wählbar. Ich wollte ursprünglich natürlich wie immer M nehmen, war leider schon vergriffen, ebenso wie L, und daher ist es dann schlussendlich S geworden. Ja, nachdem aber diese Shirts eh meistens etwas großzügiger geschnitten sind, sollte es eventuell doch passen. Das Bundle besteht, wie gesagt, aus 2 Teilen. Zum einen aus dem Shirt, zum anderen aus dem Album. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Beuteschema 2, also römisch 2, lesen wir hier. HB13 präsentiert. Dann haben wir hier diverse Herrschaften der Halunkenbande auf dem Cover zu sehen. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Und wir haben hier, das dürfte wohl Twizy sein, dann in der ersten Reihe hier Saad, Punch, Esther. Und das eventuell, ja, ich gehe mal davon aus, dass das Fortune ist. Schauen wir mal, eventuell wird es irgendwo noch erklärt. Hier haben wir dann Beuteschema 2 stehen, davor noch HB13, ist etwas schwer zu lesen, weil es in schwarz ist. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 17 Stück an der Zahl, die Beteiligten plus Barcode. Also wie gesagt, wir haben hier mit drauf Twizy, Esther, Punch Arroganz, Babasat, Fortune, Diverse und Cassius Clay. Okay, also Diverse und Cassius Clay haben es scheinbar hier nicht auf das Cover geschafft. 7 Leute sind hier auf dem Album mit drauf, 5 vorne auf dem Cover. Okay, naja, gut. Ah ja, jetzt war ich noch etwas verwirrt wegen Twist, aber ja, Twist ist natürlich Twizy. So, dann haben wir hier als erstes mal im Album drin einen Flyer zum kommenden Punch Arroganz Album. Viele haben sich vom zweiten Schlag erhofft, dass er nicht kommt. Punch Arroganz Album Nummer 2 frontal bald erhältlich. Jawohl. Nachdem Punch ja damals bei Halunkenbande unter Vertrag war, hat er natürlich auch Soloalben dort released. Unter anderem eben frontal. Hier haben wir dann das Booklet. So sieht das aus und, ah, okay, es ist ein Posterbooklet. So sieht das aus, einmal quadratisch das Cover hier und auf der Rückseite haben wir hier einmal Vorder- und Rückseite, die wir schon kennen, und dann haben wir hier einmal Social Media und einmal die Credits zum Album. Also wer war hier beteiligt, wer hat hier produziert etc. Das kann man hier nachlesen. So, dann packen wir mal das Booklet sowie auch den Flyer, diesen Infozettel zurück. Naja, wenn es da reingeht, so. Und dann kommen wir zur CD. Hier haben wir wieder groß römisch 2 zu lesen, HB13 präsentiert. Und dann haben wir eine schöne Landschaft gemalt, so wie auch hier auf der CD. Und dann kommen wir zum zweiten Bundle-Inhalt, dem Shirt. Das Shirt ist in schwarz gehalten. Hier haben wir dann riesengroß das Logo der Halunkenbande. Und zwar einmal diese vermummte Gestalt hier mit Pistole und Geldbeutel vor einem roten Dreieck. Dann lesen wir unten Halunke sind 2012. Und auf der Rückseite ist das Ganze komplett in schwarz gehalten. Bei diesem Shirt handelt es sich um ein
Gildan Heavy Cotton in der Größe S. Wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe frei wählbar. Und zum zweiten das Album Beuteschema mit insgesamt 17 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Beuteschema 2 von Halunkenbande. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Halunkenbande unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.